Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Tomb Raider. Yeah, jetzt geht's hier weiter. Zack, wir gehen aus dem Grab raus. Verfolgen unsere eigentliche Mission. Ja, unser eigentliches Ziel, diesen Co-Piloten zu retten. Denn wir sind, ja, ist auf jeden Fall ein sehr ehrenhaftes Ziel, muss man ja sagen. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Muss ich ja auch ganz ehrlich so sagen, aber mal schauen. Lass mal uns überraschen. Karte aktualisiert. Halten Sie oben Belohnung auf der Karte. Bla bla bla. Wenn ich das ausschalten kann, werde ich es auch ausschalten. Ganz ehrlich. Was wir finden, ja. Zack. Quatsch. Darüber müssen wir. Darüber zu können überhaupt. Müssen wir dort hin vermutlich. Also springen wir mal darüber. Zack. Öffnen mal die Kiste. Dann haben wir wieder ein bisschen gesammelt. Mensch, du der Statue der Göttin bist du erleuchtet. Zack. Zack. Und ja, da ist eine Feder. Na, wir werden schon den Piloten halten. Ich bin optimistisch. Da ist ein Buch. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Tja, ob die Tante wirklich so eine Macht hatte, ich weiß es nicht. Ja, ich kenne mich ja mit Mythen und sowas eher weniger aus und stehe dazu auch, dass ich da nicht so, naja, gebildet bin in dieser Richtung. Darüber wäre dann der Typ. Darüber wäre, naja, was soll's, wir gehen jetzt erstmal darüber. Ich muss darüber. Zack. Naja, ich weiß, wir könnten noch einiges da entdecken. Wir gehen auch wieder zurück, wenn es dann ist. Ah, bitte, krachen jetzt nicht ein, Alter. Scheiße. Ja, das kannst du laut sagen. Zack. Aber so leicht kriegt man uns auch nicht unter. So leicht lassen wir uns nicht unterkriegen, Lara, hä? Ja, eine kleine Atempause, seid ihr gegönnt. Wo ist der hin? Tja, gute Frage, nächste Frage. Zack. Machen wir mal hier Lampen an, Lämpchen an. Hier ist nichts. Hier geht's nur hier runter irgendwie. Und zack. Da wie Buddha, das könnte auch Buddha sein. Hey Lara, sein. Rod hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut.
Hey, keine Sorge. Sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Ja, das würde ich auch sagen. Viel Glück. Vielleicht ist ja Alex die... Na, neue... Sonnengöttin oder wie auch immer. Das geht jetzt nicht. Zack. Naja. Ah, ja, mal schauen. Zack. Schmutzige Tricks, Axthieb. Machen wir mal. Hier, da haben wir ja schon alles. Was können wir hier machen noch? Schmutzige Tricks. Bin ich dafür zu haben. Scheiß drauf. Die Gegner müssen wir ja auch einfach mal. Ja, schon. Müssen wir mal machen. Wäre mal geil, alle Fähigkeiten so mal freizuschalten, überhaupt und generell. So. Aber ich möchte auch nicht hier verweilen. Denn. Oh, reisen kann ich noch gar nicht. Warum kann ich nicht reisen? Ich reise weise, schaue ich auf Wetter gekommen. Und das war gerade ein Spaß von mir, denn. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo es lang geht, um ehrlich zu sein. Nehme ich doch einfach alles mit, was nur irgendwie geht. Und hopp. Na, mal gucken, was es hier so gibt. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Oh, jetzt muss ich. Tja. Ist schon faszinierend, das Ganze. Pilgerfahrt. Ja, es gibt eine schon Königin. Himiko? Vielleicht. Unglaublich. Captain Jessop? Da ist der Co-Pilot. Alter! Fickt euch doch! Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Fick dich, Alter! Scheiße! Das sind die Oni-Wächter! Wer sind diese Oni-Wächter, diese mysteriösen? Ist das so wie in dieser komischen Mythologie? Dass das einfach so Steinstatuen sind, irgendwie so. Ich weiß es nicht. Zack. Alter, das tut weh. Ich will auf jeden Fall hier raus. Das Was geht hier vor? Alter, den haben sie zerlegt. Scheiß dich an. Ich will auf jeden Fall hier raus. Schnell weg hier, bevor hier noch irgendwas Schlimmes passiert. Ich ahne nichts Gutes. Los, Lara, tu dich. Wir müssen hier fort. Wow, Alter! Was für ein Vieh! Aber sag nicht, dass wir gegen das Vieh kämpfen müssen. Boah! Der schleppt eine Keule mit. Das scheint ein ziemlich kräftiges Kerlchen aber irgendwie zu sein, aber. Dass wir noch alle Waffen haben, ist überhaupt ein Wunder, dass die uns nicht abgenommen worden sind.
hier weg, bevor all das zieht. Die arme Lara, dass sie noch keinen Schnupfen in der Wildnis bekommen hat, ist alles. Puh. Na, Alter. Hoffentlich funktioniert das Ding. Naja, bisher hat ja sonst auch alles funktioniert. Sie suchen nach mir. Ja. Das habe ich auch vermutet. Da geht's lang. Zack. Gehen wir mal durch. Oh, Alter, eine Zwischensequenz gerade nach der nächsten. Das ist einfach Wahnsinn. Ich hasse Gräber. Ja. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist Yamatai. Du bist wirklich hier. Und wirklich, wirklich tot. Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise. Eine Pilgerfahrt nach... Ist das dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Und da bist du, Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Da ist sie! Oh nein. Leg sie um! Tja. Quatsch, Alter. Voll in die Fresse. Pang. Voll in die Fresse. Und... Tut mir aber leid. Penner. Ey, da geht's nicht. Was ist denn das nicht vor? Oh. So ein Penner. Wo? Alter, wo? Jetzt habe ich mir so einen Spaß gemacht. Na komm, fick dich. Fick dich auch. Fick dich. Fick dich. Na, hat doch Wunderbeilchen geklappt jetzt. Alter, die Penner überfallen die uns eiskalt. Heißt, geschichtlich fand ich schon geil, muss ich ehrlich sagen, jetzt so. Dass die Geschichte so. Ah, die ist schon sehr interessant. Dahinter. Was zum Teufel ist da unten los?